dürfte ich vielleicht erfahren, wer Sie sind und was Sie im Anzug meines Sohnes machen? Oh, ich bin... Moment! Und wieso haben Sie den Anzug meines Sohnes an? Clark und ich, wir teilen alles. Wir nehmen es hautengen, Latex zu tragen. Klingelt's? Was? Na, wir sind ein Paar. Unter uns. Er liebt es, wenn ich ihm mit meiner Bettpeitsche auf den Po haue. Nicht mein Sohn. Nein, nicht mein Sohn. Ah, war auch nur ein Spaß. Ist halt so, dass wir gerade mal die Rollen getauscht haben. Und er ist jetzt als Batman bei mir und ich schaue mich mal hier in einer kalten Mode um. Aber warum gibt sich mein Sohn als Batman aus? Oh, wegen meiner Freundin. Naja, sie meint, ich bringe es nicht mehr. Ich verstehe nicht. Ja, das ist der Grund, warum Clark jetzt Batman ist. Er ist jetzt mit meiner Freundin zusammen und... besorgt es ihr mal richtig. Ja, die wird nie wieder sagen, dass es Batman nicht bringt. Nee. Schmeckt das Eis nach Vanille oder Zitrone? Hallo, seid gegrüßt. Kommen wir gleich zu Man of Steel 3D im Amazon-exklusiven Steelbook, welches es für unter 15 Euro gab. Also hier habe ich mich echt schwer getan, wie ich gestehen muss. Es war dann am Ende auch vielmehr das Angebot, das mich dazu bewegte, den Film zu kaufen und ihm eine zweite Chance zu geben. Als ich Man of Steel das erste Mal sah, dachte ich eigentlich nur, was haben die da bloß aus Superman gemacht? Der Film hatte null Charme, zog sich an vielen Stellen extrem und das Gekloppe am Ende nervte mich schon nach der fünften Minute. Ich liebe ja die alten Superman-Filme mit Christopher Reeve, die schaue ich auch heute noch gerne. Die Streifen hatten Charme, machten Spaß und boten einen Superman samt seiner Lois Lane, wie ich ihn aus den alten Comics kannte und mir auch vorstellte. Tja, der neue Superman nun, dessen Kameramann auch noch besoffen zu sein schien, da das Bild unentwegt wackelt, ist irgendwie so ein ganz anderer Superman. Ein Superman, der mich aber irgendwie nicht mitreißen konnte, dessen Schicksal mir ein wenig am Po vorbeiging. Das neue Kostüm fand ich jetzt aber nicht so schlecht. Es ist Gott sei Dank nicht schwarz gewesen. Was ja schon lange so eine Unsitte bei vielen Filmen ist. Sogar Robocop mussten sie schwarz machen. Einfach furchtbar. Von daher freue ich mich auch auf den Superman-Batman-Film, auch wenn ich Schmalzgesicht Affleck eigentlich nicht als Batman sehen mag. Aber sein Kostüm ist endlich mal nicht ganz schwarz. Und da kann ich nur sagen, wie oft hatte ich mir schon ein Batman-Kostüm gewünscht, das sich farblich mehr an den Comics orientiert. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Superman nun hatte mich beim ersten Schauen doch recht enttäuscht. Der Film hatte einfach kein Herz, wie ich fand. Mich sprach eigentlich nur die Szene mit Kevin Costner als Supermans Erdendaddy an, als dieser sein Leben ließ. Überhaupt fand ich Costner am überzeugendsten in dem Film. Russell Crowe als Holodad dagegen fand ich irgendwie albern, was aber in erster Linie auch an seiner Holo-Figur lag, die ganze Zeit wie ein echter Mensch agierte und immer zur Stelle war. Ansonsten fand ich vor allem das extreme Gekloppe am Ende extrem ermüdend. Das war mir einfach too much. Tja, und nun? Nun habe ich ihn doch gekauft, wegen des Preises und des Stils, das mich optisch ansprach. Ja, und das hätte sogar richtig super geil aussehen können, wenn da nicht so ein dämlicher Grafiker den Titel samt dem unpassenden 3D so beknackt aufs Cover gepappt hätte. Es hätte auch einfach das Superman-Logo gereicht und vielleicht ganz dezent unten der Titel in Grau oder so. Naja,
Ich wollte, wie schon erwähnt, dem Film jedenfalls eine zweite Chance geben und ihn mir dann auch gleich mal in 3D anschauen, auch wenn ich mir da aufgrund des ständigen Kameragewackels ein wenig Sorgen mache. Naja, ich lasse mich mal überraschen und von daher war es das jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet vor allem am Anfang ein wenig Spaß und sage von daher, macht's gut, bis die Tage und ciao.